Drei Verlierer der ersten Runde aufeinander. Beide Teams hatten einiges gut zu machen, nämlich Admira Wacker und Rapid. Und bei Rapid, da spielten auch drei Mann mit Admira Vergangenheit. Einer auf der Bank, nämlich Gustl Starek und Gerhard Rodak, sowie der lange Zeit umkämpfte Dietmar Kübauer. Aber für Ressentiments ist heute keine Zeit, denn beide Mannschaften brauchen einen Sieg wie einen Bissen Brot. 5500 Zuschauer in der Südstadt, erste Spielminute, Marschall, wird hier gefault, es gibt Freistoß für Admira Wacker, Gustl Starek, Gruber und Kopfball von Roger Jung. Die erste Chance für Admira Wacker, schon in der ersten Spielminute. Die Niederösterreicher wieder mit Peter Artner, Jesenitschnik, Tem und Dötzl weiterhin verletzt. Kübauer. Foul hier von Bacher an Kübauer. Rapid nicht so offensiv wie im Hanapi-Stadion gegen den Sportclub, sondern mit einer Kontertaktik. Daher mit Franz Weber und ohne Grieger. Medlitzki. Scharfer Schuss wird noch abgelenkt von Artner und das ist das 1:0 für Rapid in der 7. Minute. Ein Wunschbeginn für Rapid, wenn auch ein etwas glückliches Tor, wie wir hier in der Wiederholung sehen. Medlitzki, Artner fälscht den Ball, unhaltbar für Tormann Wolfgang Knaller ab. Resch. Packt hier Uli Bacher ein. Franz Weber, Wiertoff, aber sein Kopfball ist zu schwach ausgefallen. Rapid lässt den Gegner kommen und kontert immer wieder geschickt. Artner. Gatzmeier. Und es gibt Eckball für Admira Wacker. Peter Artner. Und Wolleschuss von Bacher. Ja, und Uli Bacher trauert zu Recht einer vergebenen Möglichkeit nach. Die Niederösterreicher tun sich schwer gegen die gut eingestellte Rapid-Abwehr mit den Mandeckern Petzl gegen Marschall und Kusser gegen Abfalterer. Wieder ein Konter von Rapid und hier versucht Medlitzki Wolfgang Knaller zu überheben. Ja, und er verfehlt knapp. Aber wieder ein schneller und gefährlicher Konter. Benner Gustl Starek hat die Taktik erfolgreich geändert. Rodax kommt hier vorbei, ganz allein jetzt. Und macht das wunderschön gegen seinen Ex-Club. Das 2:0 für Rapid in der 31. Minute. Ja, bis jetzt geht die Kontertaktik von Trainer Starek voll auf. Kommt vor allem Gerhard Rodax entgegen. Und er macht dieses Tor wie in seiner besten Zeit. Admira Wacker ist bemüht, das Spiel zu machen und läuft Rapid ins offene Messer. Der nächste Konter, Schöttler. Rodax. Medlitzki, Fjartoft und das 3:0 für Rapid in der 42. Minute. Rapid nicht wiederzuerkennen gegenüber dem Spiel gegen den Sportclub. Admira Wacker weit von der Form der letzten Saison entfernt. Ja, und das 3:0, ein Bilderbuchtor, das wir uns jetzt nochmals in der Zeitlupe anschauen. Der Pass von Rodax, Medlitzki, sehr schön aufgelegt und Fjartov vollendet. Wir sind schon in der 47. Minute. Schiedsrichter Finzinger lässt hier nachspielen. Foul von Reschan Bacher. Freistoß für Admira Wacker. Artner. Und Uwe Müller holt ein Tor auf zum 3:1. Praktisch in allerletzter Minute noch ein Treffer von Admira Wacker hier in der Zeitlupe. Ein schönes Kopfballtor von Uwe Müller. Pausenstand 3:1 für Rapid. Admira Wacker nach der Pause mit Ernst Ogris anstelle von Abfalterer. Auf der Tribüne Andreas Ogris noch immer ohne Verein. Gatzmeier. Gruber. Jung und er vergibt diese große Chance auf den Anschlusstreffer. Die Niederösterreicher jetzt mit effektiverem Spiel, mit wesentlich mehr Druck. Uwe Müller. War ein Foul von Petzl an Marschall, da war kein Ball mit dem Spiel. Petzl bewegt sich mit seinen Fouls gefährlich über dem Limit. Artner.
Meßländer und Müller mit seinem zweiten Tor, der Anschlusstreffer in der 58. Minute. Rapid führt nur noch 3:2. In der Wiederholung. Meßländer legt auf und Müller, sein zweites Kopftor in diesem Spiel, und es steht nur noch 3:2 für Rapid. Jetzt könnte das Spiel noch kippen. Hier ein Foul von Medlitski, der schon gelb gesehen hat an Müller, und jetzt sieht er gelb und rot von Schiedsrichter Finzinger und muss vom Feld. Rapid nur noch mit 10 Mann. Peter Achtner und Uwe Müller kurbeln immer wieder das Spiel an. Achtner versucht jetzt allein und an die Stange. Es ist sehenswert, wie Admira Wacker jetzt das Spiel in die Hand nimmt. Rapid-Trainer Starek ahnt Böses. Eine unglaubliche Aufholjagd. Fast schon ein Powerplay. Gruber. Ernst Ogris. Und überrascht hier Tormann Konsel. Das ist der Ausgleich zum 3:3 in der 65. Minute. Admira Wacker hat einen 0:3 Rückstand aufgeholt. Der Rapid mit einem Mann weniger kann dem Druck der Niederösterreicher nichts entgegensetzen. Freistoß für Admira Wacker und Uwe Müller an die Latte. Wer gibt's denn sowas? Rapid stehend K.O. hilflos dem Dauerdruck von Admira Wacker ausgeliefert. Sehr ruhig jetzt der Rapid-Anhang. Glatzmeier. Achtner. Uwe Müller. Und ans Lattenkreuz. Jetzt hätten sich die Niederösterreicher sogar schon den Sieg verdient. Und das nach einem 0:3 Rückstand. Tormann Konsel ist jetzt nicht zu beneiden, steht im Mittelpunkt der Ereignisse. Schon wieder Eckball für Admira Wacker. Achtner. Und Marschall per Kopf zum 4:3 für Admira Wacker in der 76. Minute. Es ist nicht zu fassen, so ein Spiel hat es schon lange nicht mehr gegeben. Schauen wir uns das nochmals an. Der Eckball von Achtner und der Kopfball von Marschall. 2 Minuten vor Schluss, dann noch ein Ausschluss. Michael Hatz versetzt Marschall einen Faustschlag und sieht rot. Hier sehen Sie es. Aber Rapid geht gegen Admira K.O. Die Niederösterreicher gewinnen 4:3. Ich finde, dass heute der Schiedsrichter eindeutig das Spiel für Admira entschieden hat. Er hat in 3 Minuten nach der, also vor der Pause, da war schon Überzeit, einen Freistoß gegeben. Er hat uns, glaube ich, 7 oder 8 gelbe Karten verabreicht. Er hat pausenlos gegen uns gepfiffen. Und ich habe ihm in der Pause schon gesagt, wenn das Spiel kippt, dann ist er der Verursacher. Ja, diese Begründung erscheint mir bei einem Trainer vom Format des August Starek doch ein bisschen schwach, aber ich bin überzeugt, seinen Spielern wird er schon einiges anderes zu sagen haben.